Maximiliane Irene von Quint hat ihre Heimat, das Gut Pönichen in Hinterpommern, vor der anrückenden Roten Armee verlassen. Sie hat bald den großen Pönicher Treck verloren und sich mit ihren vier Kindern allein durchgeschlagen. Aus der zukünftigen Gutsherren ist ein Flüchtling geworden. Frau! Maximiliane hat den geliebten Großvater und die Großmutter mit der Heimat verloren. Sie blickt nicht zurück. Kommt! Warum seht ihr die Sonne noch mal? In Reims wird am 7. Mai, in Berlin-Karlshorst am 8. Mai, die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnet. Sie tritt am 9. Mai, 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in Kraft. Es ist, wenn auch nicht Friede, kein Krieg mehr. Freund, Mama, sie schießen nicht mehr. Ja. Wird nun nie wieder geschossen? Wieder ein richtiges Zuhause? Mhm. Ist unser Vater dann bei uns? Ich weiß nicht, wo wir ihn suchen sollen. Das Führerhauptquartier gibt's nicht mehr. Wo ist unser Zuhause? Wir könnten ja zur Großmutter Jado gehen. Ja, nach Charlottenburg. Tja, das könnten wir. Aber ob das Haus noch heil ist, ob sie noch lebt? Nee, und wenn sie noch lebt? Ich glaube, das wäre nicht gut. Die ist zu alt, weißt du? Die kann sich nicht mehr umgewöhnen. Nee, das wäre nichts. Für sie nicht und für uns nicht. Edda, ihr habt doch in Pankow gewohnt, hm? Ja, bei Opa Preising. Ja, bei Opa Preising. Und wo habt ihr gewohnt? Bei Opa Preising. Denkt doch nach, Edda, wo habt ihr gewohnt? Wie ist die Straße? Komm, denkt nach, Kuckuck. Wie hat die Straße ausgesehen, hm? Mit Bäumen? Und war eine Kirche in der Nähe? Habt ihr Glocken gehört? Streng dich doch an, irgendwas musst du dich doch erinnern. In der Ecke war der Kohlenpaul und war mal Brikettguru. Das genügt. Komm, schlaf jetzt. Wir finden ihn. Kinderrecht ist ja noch nicht mehr. Aber entschuldigen Sie. Edda! Ja, Edda. Wo kommst du denn hier?
Mutter, Opa, Pasi. Passt auf den Kaum auf. Oh Gott, das Mann. Der liebe J persönlich bin ich ja nur nicht. Das ist dann wohl der Rest vom Ritter Jutem Pommern. Ne? Schönhauser. Was? Schönhauser Allee ist nicht mehr. Alles platt. Na, Gott sei Dank war ich immer in Leidenschaft der Laubenpieper. Und die Laube steht noch, mit allem Komfort. Opa, ja? Hast du auch Kühe und Schweine? Ich bin schon heilfroh, dass ich ein paar Karnickel habe. Das ist mein Opa. Wenn das dein Opa ist, ist das auch unser Opa. Ja, da werden wir. Kann mir mal einer helfen? Kommt mal her, alle. Ja, du auch. Also, ohne Ordnung geht das hier nicht. Das möchte ich gleich zu Anfang gesagt haben. Ihr könnt machen, was ihr wollt, bis auf das, was ihr nicht machen dürft. Wer auf die Beete tritt und von meinen Obstbäumen die Äste abtritt, dem geht's ja nicht gut. Und wer was kaputt macht, der macht's auch wieder heil. Oder er schafft Ersatz ran. Haben wir's verstanden? Na, dann können wir ja Freunde bleiben. Masche. Ja, wer wischt das auf? Na, wer schon? Da kommt doch überhaupt die Frage. Los, Jungs, macht hin. Was habe ich gesagt? Wer sich was einbrockt, löffelt's auch aus. Also los, bericht euch. Im Prinzip haben Sie ja recht, aber soll ich sie nachher nochmal waschen? Und dann haben Sie nur wieder recht. Komm, ab.
So, Golo, du stehst da. Und Joachim, du hier. Wo sollen wir Mirko schlafen? Da fehlt etwa noch einer. Ich erwarte ein Kind. Ich brüte, wie mein Großvater zu sagen pflegte. Ich wäre verrückt. Eins war mir damals schon zu viel und jetzt kriege ich 5 zurück. Tja, Sie schlafen am besten hier, ne? Und Sie? Da drüben in der Küche. Nee, das möchte da ich nicht. Da ist Platz genug. Nee, bleiben Sie mal hier. Ich habe immer mit den Kindern zusammen geschlafen. Das sind die von klein auf gewöhnt. Dann möchte ich wissen, wie Sie an die Kinder gekommen sind. Ich glaube, ich habe da noch was. Bitte. Zur Begrüßung. Das, was wir standen haben. Oder wollen Sie nicht? Ich bin aus Pommern. Tut, das wissen Sie ja vielleicht. Und meine Tochter, die Hilde, auch. Verschüttet im Luftschutzbunker. Ich hoffe, mein Schwiegersohn liebt noch. Kurz vor Ende hat er mir noch geschrieben. Seine Einheit lag hier irgendwo im Raum Berlin. Vielleicht ist er nur in die Gefangenschaft gekommen. Wie haben Sie das nur geschafft? Mit 4 Kindern? Ja, ich weiß nicht, ob ich es ohne die 4 geschafft hätte. Ja, erst ging es ja noch, aber dann haben wir unseren Trick verloren. Oder besser eher uns. Ja, das ist jetzt vorbei. Die Flucht ist für Sie zu Ende. Ja, ich weiß nicht. Mein Großvater hat immer gesagt, ich bin der geborene Flüchter. Hm? Nur zur Arterhaltung. Arterhaltung? Wie bei den Pferden. Oh. War ja ein besonders kluger Mann, ja, Ihr Großvater. Ja, mich haben Sie kurz vor Weihnachten noch zum Volkssturm eingezogen. Von wegen Sturm. Nicht mal ein Furz war das. Naja, ich habe ja auch noch Schwein gehabt. Trommelfell ist kaputt. Luftmine. Haben Sie Geld? Haben Sie Papiere? Geld ja, Papiere nein. Ja, besser wie umgekehrt. Auf der Registrierstelle, da sitzt ein Skatbruder von mir. Und durch die müssten sie eigentlich zu Papieren kommen. Vor allem, wenn ich ihm klar mache, dass wir verwandt sind. Naja, wenn es Stiefväter gibt, dann muss es ja wohl auch Stiefgroßväter geben. Hauptsache, der Krieg ist aus. Schliemann, sieh dir das an. 4 so kleine Dinger und das 5. unterwegs. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du der Vater von Frau Quint. Nein, nicht so ganz. Ich bin der Großvater von den Kindern. Stimmt's, Kinder? Ja! Da siehst du. Mensch, Schliemann, 4 so kleine Dinger und das 5. unterwegs. Ja. Alle Papiere hat sie verloren auf der Flucht von Hinterpommern. Da ist er evakuiert gewesen. Ja, was ist ein Mensch ohne Papiere, Lehmann? Ja, nicht! Du wirst du besser als ich. Wenn Sie irgendwie beweisen können, dass Sie Berlinerin sind, Frau Quint. Und wenn ich dir das sage, Ihr Mann ist Berliner. Angestellt bei der Stadt. Und dann haben sie ihn eingezogen. Oberleutnant zuletzt. Schwer kriegsbeschädigt, arm ab, aber entlassen haben sie nicht. Du weißt doch, wie das war. Und seit Dezember ist er vermisst. Die Wohnung ist futsch. Und Schliemann, 4 so kleine Dinger und der 5. unterwegs.
Maximiliane Quint. Ihr Kurzname? Urquint. Ihr Mann ist ein Vetter dritten, vierten Grades. Stimmt's? Lebensmittelkarten sind ja was Schönes. Aber noch schöner ist, wenn es das auch gibt, was auf der Abschnitte steht. Kinder, nicht berufstätige Familienangehörige und die übrige Bevölkerung 300 Gramm. Ist das viel? Nährmittel, Kinder, 30 Gramm. Was schreibst du denn da? Wegen Vater. Gesucht wird Leutnant Victor Quint. Letzte Nachricht, Januar 45, aus Berlin. Na, wollen wir mal wieder. Auf Abmontage. Was die Bomben übrig gelassen haben, nehmen sich jetzt die Russen. Naja, verdenken kann man es ihnen ja nicht. Wenn Sie Zeit und Lust haben, könnte ich ein bisschen nützlich machen im Garten. Unkraut jäten. Dabei wird Ihnen schon keine Perle aus der Krone fallen. Keine Angst, die sitzen fest. Die fallen auch beim Bücken nicht raus. Kannst du mir das mal bitte richtig festmachen? Das rutscht dauernd. Findest du nicht, du übertreibst ein bisschen, mein Sohn? Bis jetzt hat das noch immer prima hingehauen. Kriegsweise bitte. Um eine milde Jahre. Ich geh denn! Aber pack den Sack nicht wieder so voll, ist so schwer für dich. Ach Joachim, du stellst dich nach Brot an, ja? Wir brauchen dringend was. Und auf dem Abschnitt hier soll es Rhabarber geben, hm? Und Milch kannst du auch mitbringen, wenn es welche gibt. Schokolade, Kaffee, das musst du drin lassen, das werden die Bohnen. Das hier ist das Unkraut. Guck. Das ging ja schnell heute. Was hast denn du da drin? Da drin? Ja, in dem Sack. In dem Sack? Na komm, gib mal her. Ein Kätzchen. Ach, sag mal, wie stellst du dir das vor? Bringt die ein Kätzchen mit, dabei wissen wir nicht, wie wir satt werden sollen. Komm, du bringst sie jetzt wieder dahin, wo du sie hergeholt hast, ja? Womit willst du es denn füttern? Es kann doch Mäuse fangen. Das ist ein Splitter, das heilt nicht. Ich bin kriegsweise. Mein Olla ist gefallen. Meine Mutter haben die Russen vergewaltigt und dann erschossen. Hast du niemand sonst? Sie sind ein guter Mensch. Kamerad. Na, Kamerad? Mein Vater war auch Offizier. Gefallen. Und meine Mutter wurde von den Russen vergewaltigt. Und dann erschossen. Naja, es kommen auch schon wieder andere Zeiten, ne?
will in den Westen, zu Verwandten, wenn sie noch leben. Bloß... Warte mal. Kamerad. Viel Glück. Kamerad. Was soll denn das? Ich krieg die Hälfte. Du hast sie wohl nicht alle. Oder du. Was meinst du, wenn ich denen sage, dass du überhaupt nichts am Knie hast? Verpfeifen willst du mir? Lieber mach ich ein Geschäft. Au! Aber das sollten Sie nur eigentlich nicht machen. Raten Sie mal, was ich hier drin habe. Kartoffeln und Speck. Prima fetten Speck. Und Kaffee. Echten Bohnenkaffee. Und noch eine Zigarre für mich höchstpersönlich. Haben Sie irgendwo eingebrochen? Oh, ich habe ein bisschen Buntmetall abgezweigt. Warum soll bei der Abmontage für uns eigentlich auch was abfallen? Na kommen Sie, heute gibt es ein Festessen. Die Kinder schon da? Bis auf Golo. Mhm. Oh. Wenn Golo jetzt nicht bald kommt, dann gehe ich ihn suchen. Dem passiert nichts. Dem bestimmt. So wohl habe ich mich lange nicht gefühlt. Na, was habe ich gesagt? Junge, wie siehst denn du aus? Da wollte einer mein Teilhaber werden. Dem habe ich es beigebracht. Die habe ich ihm abgenommen. Wiedergutmachung. Und jetzt habe ich Hunger. Draus. Können Sie denn sowas? Wird sich zeigen, ich kann es ja mal probieren. Mosche verlernt das wieder. Jetzt musst du lernen, Hammer und Sichel zu malen. Komm, ich zeig dir das mal. Was bedeutet das? Das ist ein Symbol, Moschi. Das versteht er doch nicht. Bauern arbeiten mit einer Sichel und Arbeiter mit einem Hammer. Und von jetzt an gibt es nur noch Arbeiter und Bauern. Bauern haben aber auch eine Sense und Maschinen. Da hast du recht, Junge. Und Arbeiter hatten auch immer Maschinen. Und nicht bloß einen Hammer. Muss also doch ein Symbol sein. Der Junge denkt. Und bei mir ist ein Maler verloren, Junge. Schießen Sie nun nie mehr? Nein, Moschi, jetzt wird nie wieder geschossen. Versprichst du mir das? Verspreche ich dir.